Willkommen zurück bei Der Steinige Weg zu Level 90 World of Warcraft Let's Play hier mit Susi. Ja, hallo. Mit dem Glüvo. Hallo. Und wer ist denn da jetzt ganz komischerweise ganz schnell dazu gekommen, den guten Mammut, den wir vergessen haben, mit zu informieren? Ja, wurde auch Zeit, ne, dass ich hier mal informiert werde. Hi. Ja, hi. Der Hashtag Profi. Hashtag Profi und wir werden hier in einer Tour angegriffen. Ja, ich hab da, ich hatte noch... Und ich meinte noch vor dem Cut, hier ist eine ungünstige Stelle, aber ich wurde wieder mal ignoriert, wie immer. Also ja, ich hab's auch gehört, aber ich musste schnell reagieren wegen dem Telefon, was gerade ging. Ich merke schon, du bist in einer weiblichen Minderheit, von daher wirst du einfach grundsätzlich ignoriert. Nein. So, dann transferieren wir uns mal hier nach oben. Oh, da wirst du, ja, jetzt weiß ich, warum du auch direkt angegriffen wurdest. Oha, ja, du stellst dich auch genau zwischen den... Du sagst ja nichts. Ich bin Noob, ich hab ja überhaupt keinen Plan. Ja, ich weiß, aber... Lass es mich versuchen, irgendwie in die Bilder in meinen Kopf zu kriegen. Sie steht irgendwie genau zwischen den Akku-Range von mindestens 3 Mobs. Mammut, woher weißt du das? Genau so war es, genau so! Jahrelanger WoW-Spieler, ich sag's. Genau so war es. Wir sind nach oben gekommen, ich wurde angegriffen von einem Mob, weil ich in die Aggro-Range gekommen bin. Und 2 weitere Mobs standen rechts und links, die hätten wir nicht gepullt, aber sie rennt gerade strikt durch und nimmt die beiden auch noch mit. Ja, Leute. Und dafür musste jetzt mein Pet dran glauben, das ist jetzt tot. Oh. Jetzt lebt's wieder. Oh, böse Susi. Ach ja. Neuanfänger, ja, so waren wir auch, ne Mammut? Mir fehlte das Wissen halt, weißt du, mir wurde es nicht mitgeteilt, was da jetzt wartet. Ja. So was passiert, das gehört dazu. Ja. Ich glaube, das wirst du noch oft genug erleben, von daher gewöhn dich. Wenn ich da schon die Gruppe gewiped habe, du, boah. Boah, ja. Die hassen mich. So, wir müssen jetzt hier den Kristall deaktivieren. Warte mal, ich pull mal. Ich glaube, wir müssen da nur draufklicken, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Sieht aber so aus. Kraftquelle des Nachtschimmerturmes. Die müssen wir mal ausschalten. Da kommt noch so ein Vieh. Ja, das hat mich gerade unterbrochen beim Ausschalten. Und da kommt direkt der nächste. Ah ja, da kümmerst du dich gerade drum, sehr gut. Und jetzt hat sie die Aggro. Ja, Mammut, ich habe mir vorhin noch ein bisschen was über Warlords of Draenor erzählt. Vielleicht magst du auch mal deinen Senf dazu geben. Was hältst du davon, dass man nicht fliegen kann in Draenor? Ja, meinetwegen, ne? Also ich habe jetzt damit nicht so ein Problem. Ich meine, die Entwickler wollen ja damit quasi bezwecken, dass du halt wieder mehr die Gegend auch wirklich entdeckst. Weil, so wie es jetzt beispielsweise bei Cataclysm war es ja ganz extrem so, dass du von Anfang an quasi fliegen konntest. Du bist über die Gebiete einfach nur hinweggeflogen und hast nichts von der Landschaft gesehen. Und ich meine, die geben sich ja jetzt Mühe, da Neu-Draenor zu erstellen. Und wollen natürlich auch, dass es auch teilweise gesehen wird, dass die Leute wieder durchgehen durch die Höhlen und sowas und halt alles erkunden. Ich glaube, wir haben einen Bug. Eigentlich, wenn du einfach nur rüberfliegst. Was haben wir? Ich glaube, wir haben einen Bug oder so. Wieso? Irgendwie funktioniert das hier nicht, das zu deaktivieren. Aber es stand ja gerade bei mir, Kraftquelle deaktivieren, fehlgeschlagen. Ah, okay. Oh, leckerer Backfisch. Bugs. Käfer. Jetzt. Eine, ihr mögt doch Steine, oder nicht? Ach, wir haben die schon deaktiviert, okay. Ja, okay, deswegen geht das nicht. Ja, aber genauso sehe ich das ja auch, Mammut. Habe ich ja auch gerade schon erzählt gehabt, dass das, dass ich das gut finde, dass die Entwickler da drauf halt wieder bedacht sind, dass die Gegend wieder entdeckt wird, weil sonst ist das so ein einfaches Durchrushen, schnell aufmounten, nächste Quest. Und außerdem, wir kennen Blizzard, die Leute werden so 3 Monate nach Release meckern, dass sie nicht fliegen können. Jetzt fliegen. Ja, leider. Da vorne ist noch eine Quest, die nehmen wir gleich mal mit. Oh, wird schon wieder angegriffen. Ja, Blizzard guckt immer, wer weint am lautesten in der Community und demnach wird es dann geändert. Also. Das ist doch hier wie mit dem Azor-Chopper da, den sie da jetzt gebaut haben. Ja. Ne? Horde-Team hat gewonnen.
Allianzler weinen jetzt schon. Ah, ne, kriegen natürlich auch irgendwann ihr Mount. Ja, finde ich doof. Es war reicht das, wenn du das machst, Marc? Ja, ja, ich glaube, das reicht. Manchmal reicht's, manchmal nicht. Nimmst du die Quest hier an, auf dem Tisch? Ja, ja, die gucken ja echt danach, wer am lautesten weint, und da machen sie doch, beiden Seiten ist wieder recht. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt gut gefunden, weil es ja ein Contest war, wenn sie dann trotzdem das Hordenbike nur gemacht hätten. Weißt du denn, ob ja, das zu kaufen wird, wir oder? Das steht noch nicht fest. Okay. Ich vermute mal, das kommt in den Shop. 20 Euro Store Mount sein wird. Das war's. Ja, vermute ich auch. Ich denke halt, dass das Allianz Mount halt wesentlich später halt nachgeschoben wird, aber halt auch. Ich sehe gerade, es gibt 3 Mounts im Mount Shop, die ich noch nicht habe. Das wären 20, 40, 65 Euro. Uiuiuiui. Nee, das kann ich mir momentan nicht holen. Wenn sie günstig sind. Ja, das mache ich sowieso. Einmal der eiserne Himmelsjäger, den habe ich noch nicht. Der ist cool, der hat 2 Köpfe. Dieses Nachtmahr, kriegsgeschmiedetes Nachtmahr, das sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Wann ist denn das reingekommen? Das ist mit dem letzten kleinen Bugpatch damit gekommen. Ah, okay. Und den verzauberten Feendrachen, der seine Form ändert, den habe ich noch nicht. Aber den würde ich jetzt auch nicht unbedingt haben wollen, weil der, naja, Feendrache halt, ne? Hallo, Erfolge, Heldentaten, natürlich kaufst du das. Ja, irgendwann vielleicht mal, ja. Es reicht ja, dass ich schon so oder so genug Geld hierfür ausgegeben habe in den Laufe der Jahren. Ich sehe schon, ne? Nächsten Mount Sale da. Oh mein Gott, es ist reduziert. Der Feendrache statt 20 Euro nur noch 19,99. So, die Kraftquellen haben wir deaktiviert. Ich glaube, damit sind wir hier fertig. Vom Thema abhängt. Nein, das wird aber wahrscheinlich wirklich so sein. Ich kenne mich. Es ist genau wie mit dem Steam Summer Sale. Ach, ich kann mir momentan nichts kaufen. Ah, das ist so günstig. Boom. Shut up. Steam, shut up and take my money. Steam Summer Sale, ne? Ist ganz schlimm, ne? Wenn Steam ein Einkaufsladen wäre, würde ich mit einem Einkaufswagen da durchrennen beim Sale und den halben Laden. Ich bräuchte 3 Einkaufswagen. Und jemanden, der mir es nach Hause trägt. Ja, ich würde direkt eine LKW-Ladung voll brauchen. Ich will nur noch erinnern an meinen Winter-Sale von 2012, ey. Oh ja. So, wir gehen am besten erstmal die Spieler mir da gekauft. Quest abgeben. Nee, machen wir später, oder? Ja. Ja, machen wir erstmal unten. True Story, sag ich True Story. Es hat wirklich gereicht, dass nur du die Kraftwellen da deaktiviert hast, ja. Sehr gut. Und du bist auf Level 9 aufgestiegen gerade. Herzlichen Glückwunsch. Ach, schön. Nee, hast du mir zugehört? Dass es reicht, dass, wenn ich das mache. Ja. Oder gemacht habe. Weil ich habe das bei der zweiten nämlich nicht gemacht. Okay. Ach, ja, manchmal ist Blizzard da so ein bisschen, sag ich mal. Auf der einen Seite sagt sich Blizzard manchmal, ja, jetzt reicht das, wenn einer das macht, und manchmal müssen beide das machen. Deswegen frage ich dich ja nochmal extra. Ne? Nie, dass ich dann die Quest abgeben will und dann, nö. Aber das steht ja auch meistens da, das und das deaktiviert oder das und das eingesammelt oder so und so viel Mobs. Getötet. Wo sehe ich denn das? Zeig mir das doch. Das wird dir angezeigt, wenn, ja, wenn du jetzt, sag ich mal, 10 Mobs töten musst und du hast gerade 5 und du hast gerade deinen 6. getötet, dann wird dir das kurz oben angezeigt mit gelber Schrift 6 von 10. Mhm. Na, und wo sehe ich jetzt, dass hier das mit den Kraftquellen funktioniert hat? Welche Quest war das? Deaktivierung des Turmes hieß die Quest. Deaktivierung des Turmes. Hier müsste ich mal gucken, ob ich die habe. Die nochmal hoch. Habe ich. Und liebe Freunde, der gute Mammut wird hier nicht in dem Projekt dabei sein, nur als stiller Zuhörer bzw. Redner. Ja, Mammut bin Edition. Auch voll im Bild. Ja, weil Mammut hat ja auch sein eigenes WoW-Projekt momentan am Laufen, weil er die gute Werbung macht. Ey, kannst du mal lassen hier? Ja, dann nicht. Werbung für mich? Nee, danke. Ja, dann halt nicht. Ja, genau, dann halt nicht. Ich wollte nur mal dein WoW-Projekt. Weil du die guten alten Zeiten spielst. Das ist Werbung von dir, das nehme ich gar nicht erst an. Nee. Mobbing am Arbeitsplatz. Ja, Arbeitsplatz. Jawohl. Nicht, das nicht.
bin aber jetzt auch gleich Stufe 9. Und da unten ist dieser Violet. Willitten. Der gleich geschmolzener Kern rennen. Hm? Was ist mit dem geschmolzen? Dachte, könnt ihr gleich in den geschmolzenen Kern und erstmal hier Endboss legen. Ja, das. Oh mein Gott, da würde ich jetzt an Herzinfarkt sterben. Nee, da würdest du schon am ersten Mob sterben. Und da bin ich Level 9. Oder so. GZ. Ach, jetzt müssen wir noch 6 Mana-Schlangen und 6 Ether-Bisschen töten. Ja. Okay. Deswegen, warte, ich töte jetzt mal einen eben alleine. Und dann siehst du das, was ich meine, mit dem Aufblinken oben. Du brauchst ja jetzt 6 Stück davon und jetzt müsste gleich bei dir auch eins stehen, sobald der tot ist. Okay. Dann blinkt das dir kurz in der Mitte des Bildschirms auf. Beschrift. Mit Schrift. So zum Lesen, meinst du? Da. Und jawohl. Bildchen? Nee, Bild nicht. Nur Schrift. Nur Zahlen und Schrift. Mist. So, mein Pad belebe ich mal wieder. Ja. Wir wollen doch Bildchen. Bildchen? Bunte Bildchen. Oh, ein Schwert. Ja. Sieht lustig aus, das Schwert. Ausbildungsschwert des Adlers? Boah. Das brauche ich nicht, oder? Ach nee, nicht das Ausbildungsschwert. Das aussieht, als wäre es ein Holzstab. Ach, jetzt ist übrigens, da du Verzauberung bist, ein neues Emblem dazugekommen bei Gier und Bedarf. Okay. Wenn du da drauf drückst, dann wird das halt direkt entzaubert. Und dann kriege ich das auch einer zugewiesen. Aber ich möchte das gar nicht, ja. Das haben wir. Deswegen habe ich nämlich jetzt mal einfach Entzaubern gewählt. Du, was machst du? Ja. Ohne zu fragen? Ja. Ob das okay ist? Ja, das mache ich einfach. Was fällt dir denn ein? Och, weiß ich nicht, so dies und das. Ah. Oh. So, da vorne. Ja, jetzt haben wir. Ja? Da war ich. Ach, bei mir lädt der Zauber immer viel zu lang. So, guck mal hier. Was? Geringe Magie-Essenz? Genau, unten auf Handeln drücken. Das ist nämlich was du für deinen Beruf brauchst: ein Material für Verzauberungskunst. Aha. Die habe ich nämlich jetzt gerade, weil ich ja gerade auf Entzaubern geklickt habe, wurde das entzaubert und ich habe es genau und ich habe es gewonnen. Schwert. Geworden. Genau. Ups, da war es weg. Also ein Häufchen Asche. Ja. Eine geringe. Was machst du aus einem Schwert? Ja, eine geringe Magie-Essenz. Dann hackt's noch bei dir. Das war. Das kann man vielleicht noch gebrauchen. Man kann damit vielleicht durch die Massen rennen und Massaker anrichten. Was machst du damit? Ist ein geiles Schwert. Staub. Nee, das war kein geiles Schwert. Das war so ein Holzdingen. Du bist so. Ich kann es gar nicht ausdrücken, sowas bist du. Weißt du, wie das aussah ungefähr? Wie diese. Wie so ein langer brauner Stab. Ja. Ich kenne das Ausbilderschwert. Ja. Also weißt du, dass das nicht toll ist. Richtig. Aber es geht ums Prinzip. Nein. Bei solchen Sachen geht es nicht ums Prinzip. Oh, da stirbt gleich wer? Nee, ich nicht. Jawohl. So, warte mal. Was war das, die 4, womit ich... Ach, hast du was Neues gelernt? Blinzeln, genau. Ja. Was spielt ihr denn jetzt hier eigentlich für Klassen, damit ich hier auch mal im Bilde bin? Ich spiele einen Jäger. Blutelfen, Magier. Jäger, Ork. Blutelf, Jäger. Blutelf, Jäger, Blutelf, Magier und Ork. Krieger. Beste. Ich wollte erst einen Taugenkrieger machen oder hab erst einen gemacht und dann. Tja, ja. Hashtag Profi ist die Aufnahme kaputt gewesen von Fraps. Aber den hast du ja trotzdem noch. Nee. Den hab ich ja gelöscht. Den Charakter. Ach, den hast du gelöscht, okay. Ja, ja. Dafür hab ich ja dann den Blutelfen hier angefangen. War knatschig und hat den einfach gelöscht, ne? Ja, dafür habe ich mir jetzt halt ein Taure-Mönch gemacht. Einfach nur, um, falls wir mal Heilermangel haben. Ah. Weil Mammut, du kennst das ja auch, ne? Nichts ist schlimmer als Heiler- und Tankmangel in der Inni oder für eine Inni.
Dann wartest du mal geschlagene Stunde auf einen scheiß Heiler oder einen scheiß Tank. Wenn du wie ich Tank bist, zwar Kackboon-Tank, aber Tank, ne, und dann in einer Ini oder Schrägstrich Raid bist und du dann einen Heiler hast, der eigentlich so Brain-AFK irgendwelche Tasten drückt, dass du nicht selbst geheilt wirst, dass der eigentlich nur Fernsehgucken ist, da bist du eigentlich eher froh, wenn du dann eine Selbstheilung hast, dann brauchst du auch keinen Heiler mehr. Dann bist du froh über den DD, den du vielleicht mehr in der Gruppe hast. Ja, definitiv. Todesritter-Tank for the win. Todesritter-Tank for the win, yay. Mein Palooza ist ja auch Todesritter-Tank. Okay, ich muss mein Todesritter sofort löschen. Tja. Der Mamu. Daher kommt ja auch mein Name. Mein Palooza-LP kommt ja von meinem Palooza, der ja schon entstanden ist, bevor... Nein. Doch. Oh. Oh. Nein, doch. Oh. So, mal gucken, ob wir heute auch dann die erste Indie schaffen. Ja, könnt ihr aber erst mit Level 15 anmelden, ne? Ja, richtig. Wir sind ja jetzt schon Level 9, auf einem guten Weg zu Level 10, haben einige Quests noch zum Abgeben. Level 15, Grins. Mammut, hast du eigentlich eine Idee, warum der... Du halt nicht so lange wie die anderen, ne? Nee, er hat ja mich im Schlepptau. Das heißt, er braucht doppelt so lange. Hallo? Weißt du eigentlich, warum es für jeden Charakter mittlerweile den Blick des Schwarzen Prinzen gibt? Als Buff, als 100% Ruf? Ich hatte eine Memo auf MMO-Champion, ja, aber brach mich nicht mehr, wieso, weshalb, warum das so ist. Okay. Weil generell hier erst mit den Legendaries da schon leicht entwertet wird, du die dann zur nächsten Erweiterung schon mal ein bisschen farmen kannst, sozusagen, damit du es dann durch ein grünes Item austauschen kannst. Ja gut, ich meine, das wird sowieso beim nächsten Add-on sehr krass sein, dass sie ja die Leben, die man momentan hat und den Schaden, den man macht, komplett runtersetzen, als würdest du wieder Classic spielen. Richtig. Aber halt auch das Leben und sowas der Gegner, ne? Ach, die holt's mich. Es wird alles radikal genervt, sag ich mal, von der Wertezahl her. Für die Leute, die nicht wissen, was genervt heißt, das wird runtergesetzt. Ja, das wird wirklich exzessiv runtergesetzt. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch das Quest abgeben. Und dann schaue ich nochmal auf die Karte in dem Falle. Ah ja, dann können wir von da aus... können wir über die Berggruppe drüber? Nein, kommen wir nicht. Ah, mir fällt auch gerade ein, ich müsste mal meine Mineraliensuche anmachen. Dann sehe ich nämlich hier die Erze. Na, guck mal, da gibt's sogar eine schöne Stoffrobe für dich. Die kannst du ja mal anziehen dann. Wenn sie besser ist. Du weißt hoffentlich noch, wie du vergleichst? Na, ist nicht schon, wenn ich rübergehe, ne? Ja? Shift, da weit drücken. Was machst du? Ich? Warte mal. Nö, weiß ich nicht. Doch, ich hab eine leichte Seil, wo ich nicht die einfach. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich bin sie jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, wir müssten bald wieder Taschen lernen. Hm. Ich nicht, ich war gerade erst. Schiff war das, ne? Übrigens geht's jetzt zu Level 16. Ich hab große Taschen. Das dauert. Mit rechts anziehen, ne? Oder? Wie war das? Ja. Mit rechts Mausklick anziehen? Ja. Ja, 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 ja. Warum hat sie das nicht gemacht? Ist ein Fenster noch aufgeploppt, wo dann drin steht, hier bitte bla. Von wegen. So ein komisches Geräusch. Nicht darauf gehen. Rechtsklick. Guck mal eben. Betrachten. Wo ist denn die Robe hin? Ich hab die aber auch nicht im Inventar. Oder? Hä? Bitte was? Ach, Veralberung. Wir kriegen die erst noch. Ach so? Sehe ich gerade. Oh, Hashtag Profi. Nachricht vom Turm ist die Mission. Da kriegst du die.
Wenn ihr diesen Gegenstand anlegt, wird er an euch gebunden sein. Dann kannst du den nicht mehr handeln mit anderen Leuten, aber noch beim Händler verkaufen. Soll ich okay machen? Ja, wenn es besser ist. Ja, musst du. Ja. Und wenn du es anziehen möchtest, dann auf jeden Fall. Was hast du denn da jetzt angezogen? Das ist ein seelengebundenen Gegenstand. Einfach Kniehosen der Eule nicht angelegt. Ach ja. Ja, sorry Leute, dass das bei mir alles nur so ein bisschen lange dauert. Ja, das ist jeder hat angefangen. Ich wollte gerade sagen, Mammut. Ja, sehr, 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 sehr viele Informationen, die da eigentlich so auf einmal dann kommen. Ja. Okay. Sollte man nicht unterschätzen. Sehr schön. So ist es.